Das Bundesinnenministerium beziffert die Zahl der in Deutschland aktiven Mitglieder der italienischen Mafia auf über 1.000. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Mitglieder der 'Ndrangheta. Ihre kriminellen Aktivitäten erstrecken sich vor allem auf die Gastronomie, den Lebensmittelhandel und das Kraftfahrzeuggewerbe. Die Mafiosi, die sind aber auch im Drogenhandel massiv dabei. Geldwäsche und Steuerbetrug gehören ebenfalls dazu. Trotz festgestellter krimineller Erträge von rund 2,3 Millionen Euro wurden nur etwa 683.000 Euro beschlagnahmt. Der Grünen-Politiker Marcel Emmerich betont deshalb, Deutschland sei für die Mafia weiterhin die Waschmaschine Europas und fordert ein entschlosseneres Handeln der Ermittlungsbehörden. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.